YouTube! Willkommen zu einem neuen Indie-Horror-Game. Es ist mal endlich wieder Zeit für Indie-Horror auf diesem Kanal. Die Leute haben es vermisst und die Leute haben gefragt, hey, wann kommt endlich Ironbark Lookout? Wo bleibt das denn? Das Spiel ist 2 Tage alt. Ich will das jetzt hier sofort auf dem Kanal sehen. Ja, sonst setz was, junger Mann. Wenn das hier nicht sofort in einer kompletten Folge durchgezockt wird, dann komme ich zu dir persönlich nach Hause und schmeiß Eier an deine Hauswand. Und diese Drohung hat natürlich gezündet. Ich habe gesagt, ja, gut, ich mach's, okay? Ich mach's, ich spiel's durch. Alles in einem Video, egal wie lange das Spiel geht. Wenn ihr mich unterstützen wollt, bewerten und kommentieren mit Hashtag Eier. Hashtag Eier, so einfach ist es. Wir starten, auf geht's. Episode 4, Ironbark Lookout, 12. Mai. Hey, ich habe mitbekommen, dass du Geschichten suchst, als ich einem YouTuber zugeschaut habe, der Carson House gespielt hat. Was ich jetzt erzähle, geschah, als ich etwa 24 Jahre alt war. Es fühlte sich etwas komisch an, das jemandem zu erzählen, weil die Geschichte absurd und eigenartig ist. Aber ich denke, es wird mir helfen, mit den ganzen Erinnerungen besser klarzukommen. Ich weiß, die Geschichte woanders zu teilen wäre eine dumme Idee, weil Leute sagen würden, ich wäre ein Lügner. Während ich dies schreibe, war dies die schrecklichste Erfahrung meines Lebens. Ich bin Jack Nelson. Ich hatte einen Minijob als Parkwächter im State Park. Ich war als Feuerwächter in einem der größten Wälder im pazifischen Nordwesten stationiert. Kilometerlange, dichte Wälder, die von der Forstverwaltung verwaltet werden. Ich hatte eine Bezahlung, mit der ich über die Runden kam, aber ich konnte mir nie schicke Klamotten, eine leckere Mahlzeit oder sonstiges leisten. Meine größte Leistung bis jetzt war ein Wohnmobil, das ich mir mit der finanziellen Hilfe meines Vaters leisten konnte. Das Wohnmobil war das einzige Zuhause, das ich zu der Zeit hatte. Das eine Mal musste ich zu einem anderen Feuerwachturm wegen offizieller Umstände. Es war nur ein kleines Problem für mich, weil ich in meinem Wohnmobil gelebt habe und Reisen geliebt habe. Ich verabschiedete mich kurz und machte mich auf den Weg zum neuen Standort. Es war circa eine 2-Stunden-Fahrt. Okay, jetzt wisst ihr Bescheid. Wir sind Jack Nelson und wir fahren zu einem Watchtower. Offiziell angestellt. Oh, Nachrichten gibt's auch wieder. Mitch Scott, herzlichen Glückwunsch zur Versetzung. Fühlen Sie sich bereit für den Wechsel? Wollte dir nur Bescheid geben, dass du zum Turm 11 zugeteilt wurdest. Willkommen an Bord. Ich bin übrigens Mitch aus Ironbark. Vielen Dank. Ich habe schon eine Menge von Josh über dich gehört. Freue mich schon, dich persönlich kennenzulernen. Hab gerade meine ID bekommen. Deine Schicht startet am 12. Hört sich gut an. Werde da sein. Gibt es noch etwas, das ich wissen sollte? Ich habe deine Papiere, du musst nur deine ID mitbringen. Josh hat mir erzählt, dass dieser Job nichts Neues für dich ist. Darf ich dich etwas fragen? Ja, klar, sicher. Warum hast du dich genau für diesen Job entschieden? Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Ich mag einfach den Nervenkitzel. Oder das Fehlen eines solchen, schätze ich. Tut mir leid, ich frage das jeden, der hier anfängt zu arbeiten. Menschen, die sich auf der Suche nach einer Auszeit oder der Entdeckung ihrer selbst anschließen, um dann ohne Vorankündigung wieder zu gehen, sind in einem Büro wohl. Ich bin von Iron Horse erst letztes Jahr beigetreten, um ehrlich mit dir zu sein, ohne zu wissen, was mich erwartet. Jedoch ist mir das solidarische Leben sehr. Ich persönlich halte das Stadtleben nicht aus. Ich gehöre hier einfach hin. Und ich bin mir sicher, dass ich mich an Ironbark schnell gewöhnen werde. Gut, ich hoffe, dass es dir besser als der letzten Frau ergeht. Wo kann ich meinen Van parken? Also kommst du am Freitag? Du kannst dein Auto einfach hinten auf dem Schrottplatz parken bei Tor D. Alles klar. Von da aus musst du zu Fuß weiter. Nimm den Golden Creek Trail. Und von da wird es schon ein paar Stunden bis zum Turm dauern. Verstanden? Danke.
Du wirst sehr wahrscheinlich Billy am Tor begegnen. Zeig ihm einfach deine ID. Okay, am Anfang ist ja mal super viel Text. Der neue regionale Leiter ist ein echter Arsch. Um ehrlich zu sein, wünschte ich manchmal, dass ich einen Job wie du hätte. In der Natur aufwachen, ohne irgendwelche anderen Personen und einfach dafür bezahlt werden, dem Wind beim Wehen zuzuhören. Ich wünschte, es wäre so einfach, Kay. Um ehrlich zu sein, bin ich fertig mit diesem Job. Bin mir ziemlich sicher, dass ich nächste Saison auch da sein werde. Wie gesagt, du bist ja immer willkommen. Lass mich wissen, wenn du mit Josh reden musst. Es ist definitiv an der Zeit für eine Veränderung. Apropos Veränderung. Ironbark? Die schicken mich nach Ironbark nächsten Monat. Der bei Roseburg? Hab gehört, die haben größere Kabinen für Mitarbeiter und weniger Camper. Ruf mich. Bin mit Dad, aber werde dich zurückrufen. Wie sieht's aus? Noch immer auf dem Weg. Mein Van hat einen Platten. Warum ausgerechnet heute? Ist es nicht etwas spät? Wenn du nicht verhungerst, bist du dort angekommen. Wenn du nicht verhungerst, bis du dort ankommst, ich werde es. Bist du schon an Roseburg vorbei? Nein, warum? So, jetzt sind wir aber wirklich imstande, die Geschichte zusammenzufassen. Wir, Jack Nelson, fahren zu einem neuen Turm. Ich lebte ein sehr einsames Leben. Es hilft mir, den Kopf auszuschalten, die Erinnerung in Schach zu halten. Okay, das ist also auch irgendeine Vergangenheit. Und ihr hört coole Mucke. Lastwagen. Schon immer habe ich die freie Natur geliebt. Wer nicht, oder? Wer liebt die Natur nicht? Einfach nur von der Natur umgeben zu sein, machte mich glücklich. Es fühlte sich an, als wäre der Wald mein Zuhause. Schon wieder drei Nachrichten. Jack, du weißt, Autofahren und Nachrichten lesen ist nicht cool. Aber wir lesen mal rein, weil keine Verantwortung. Ich glaube, da war ein Diner in der Nähe von Roseburg. Die haben die besten Burger der Stadt. Du musst die testen. Ich könnte wirklich eine gute Mahlzeit gebrauchen, bevor ich einchecke. Danke, Kay. Erstmal schön gegen die Leitplanke gefahren. Ach, der alte Camper schlägt das weg. Ist quasi Pflicht. Bisschen rumrambolen. Okay, irgendein leckeres Diner. Ist das hier ein Diner? Das ist auf jeden Fall Roseburg, wie es scheint. Das ist aber kein Diner, sondern eine Tankstelle. Ich sah das Restaurant, von dem Kay mir erzählt hatte. Gut. Ich park wie ein Profi. Ich finde so einen Wohnwagen schon ziemlich cool. Es hat auf jeden Fall was. Aber für mich wäre das Camperleben wahrscheinlich nichts. Also nicht auf Dauer. Mal so ein bisschen, ne, so ein Sommer oder sowas. Mit einem Wohnmobil durch die Gegend cruisen. Kann man machen, aber darin leben. So richtig leben. Großer Gott, nein. Ist ja grauenhaft. Oh, willkommen im Twin River Diner. Wie geht es Ihnen heute? Gut. Wie sieht es bei Ihnen aus? Nehmen Sie Platz und ich werde sofort bei Ihnen sein. Okay, die sieht ganz schön müde aus. Okay, danke. Kann ich Platz nehmen hier? Okay, die Musik ist auch ganz schön creepy. Guten Abend, ich bin Barbara. Möchten Sie nun bestellen? Bitte? Na dann, was kann ich Ihnen heute bringen, Schätzchen? Ein Cheeseburger mit Pommes, Süße. Aha. Unsere Burger sind die besten im Westen. Wollen Sie etwas trinken? Ein Kaffee. Perfekt. Noch irgendwas? Nein, das wäre alles. Danke. Super. Ich bringe Ihnen das Essen, sobald es fertig ist. Geben Sie mir einfach Bescheid, wenn Ihnen etwas fehlt. Werde ich machen, Süße. So redet man, ja? Ist so deiner Jargon. Ich hatte schon immer die Angewohnheit, vor dem Essen noch einmal zu pinkeln. Klar. Klingt vernünftig, Jack. Klingt vernünftig. Kann ich hier was machen? Einen Dollar reinwerfen? Obwohl ein Dollar wäre ein bisschen viel, eher ein Quarter.
Ich musste dringend pinkeln. Da geht aber eine Menge daneben, Jack. Du kleckerst ganz schön rum. Oh mein Gott, wie viel kommt denn da raus? 20 Minuten später. Nachdem ich 25 Minuten gepinkelt habe, ging es mir deutlich besser spülen. Ist das nicht unhöflich? Kann man das? Hände föhnen. Obwohl ich diese Föhndinger unglaublich widerlich finde. Wäre nichts für mich. Hände föhnen, absolut nichts. Soll ich euch mal sagen, wie ich original auf Toilette gehe? Ich hoffe immer, dass die Toilette offen ist. Ich gehe nur pinkeln. Klar, es gibt auch Notfälle, wo man, ne, mal sein Big Business machen muss. Aber im Regelfall bin ich eigentlich eher so einer, der auswärts pinkeln geht. Dann pinkle ich, schnapp mir ein bisschen Toilettenpapier, drück damit das Ding runter, wasch mir die Hände, trockne sie erneut ab mit Toilettenpapier, weil, wie gesagt, ich hasse diese Föhndinger. Behalte das Toilettenpapier in der Hand, mach die Klinke auf, mach die Tür auf, klemm meinen Fuß dazwischen, werfe das Toilettenpapier, wo ich für meine Hände und zum Abtrocknen verwendet habe, zack, in den Müll und slide, ohne was anzufassen, hier raus und fühle mich dann wie so ein junger Gott. So geht man auf öffentliche Toiletten. Wo ist denn Barb? Ich bekomme langsam richtig Kohldampf. Ich brauche meine Fritten und meinen Burger. Ah, da kommt sie angewackelt. Nach einer 18-Stunden-Schicht. Alter, sieht die müde aus. Die ist richtig gerädert. Oh ja, geil, Mann. Boah. Der ist richtig geil. Doppelfleisch. Ich dachte, dass eine Weile vergehen würde, bis ich wieder so eine Mahlzeit zu mir nehmen würde. Und dazu richtig geile Fritten. Noch so richtig schön traditionell in Rinderfett frittiert. Und dazu drei Soßen. Mayo, Ketchup und so ein geiles Ranch-Dressing-Mix-Gedöns. Bin immer offen für exotische Soßen. Bist du hingegangen? Wie war's? Bin noch gerade am Essen. Es ist so lecker, verdammt. Das alles runterspülen mit dem Kaffee. Ich bin überhaupt kein Kaffeetrinker. Gar nicht. Kaffee. Boah. Mann, Kay, du bist echt nervig. Hab's doch gesagt. Hehehehe. Das Essen erinnert mich an etwas. Du solltest mir doch das Rezept für den Auflauf schicken, über den du geredet hast. Ich werde vielleicht die Gelegenheit haben, in die Kunst des Kochens einzutauchen, wenn ich beim Ausguck bin. Wow, ja. Bin auf dem Weg nach Hause. Hat ihm das Essen geschmeckt, Schätzchen? War alles super. Wollen Sie noch etwas anderes oder soll ich Ihnen die Rechnung bringen? Rechnung, bitte. Okay, bin sofort wieder da, Schätzchen. Danke, Barb. Ja, das ist so deiner Jargon. Die geben einem so das Gefühl, dass man ganz, ganz besonderer Kunde ist und dass man irgendwie so eine Chemie zur Kellnerin hat und dass man den Brutzelmann da hinten, den Koch, vom Diner persönlich kennen würde, sobald man seinen Namen erfährt. Henry. Henry der Brutzler nennt man ihn. Yo, Henry. Gestern mit den Red Sox war eine Schande, ha? Huh? Hier ist die Rechnung. Ich gebe natürlich Trinkgeld. 50%? Alter. Eigentlich 50%? Ey, komm. Schau dir Barb an. 6 Kinder, alleinerziehend. Vielen herzlichen Dank für das Trinkgeld, Schätzchen. Ja, ja. Ist schon gut, Barb. Ich weiß, du hast es schwer. So, Papp satt. Voll mit feinster Nahrung. Hast du das Ding? Ich war zurück auf der Straße. Gebe ich ihnen ja Gas. Hupen? Ich war nicht besonders stolz auf meine Fahrweise, denn ich habe gerade eine Oma überfahren. Sorry, Oma! Ich dachte, es wäre ein Waschbär. Aber es war die alte McGillicatten. Und Miss McGillicatten klebt jetzt
in meinen Felgen. Acht Uhr zwei. Es gibt doch nichts Schöneres als randsatt, angesäuselt mit meinem Irish Coffee durch den Wald. Ich möchte die Lage von diesem Park angeben. Aber ich möchte nicht, dass jemand den blanken Horror in diesem Wald so erlebt, wie ich ihn gesehen habe. Oh, da steht auch noch ein Camper. Ist es das hier? Müssen wir da rein? Ich fahre mal hier so rechts ran. Für so einen Kurzstopp, obwohl hier Parken verboten ist. Aber ich... Um die Uhrzeit ist eh nichts los. Kann man mal machen. Alter, was ist denn das für ein Geräusch? Übernatürlich. Haben wir eine Taschenlampe? Was? Was steht da? Brittany Fierce? Sanita Williams? Und Huge Jazzman? Was soll das ne? Also Brit und dann Knie Spears? Ist auf jeden Fall eine Britney Spears Anspielung. Huge Eggman? Und Sanita Williams. Oh Gott! Oh mein Gott, was stimmt nicht mit dir? Ach du Heilige, du hast mich erschrocken. Ich dachte, du wärst einer von denen. Einer von was? Möge Gott Gnade haben. Okay, was ist hier los, Bruder? Wie auch immer, kann ich bitte deine Erlaubnis sehen? Oh, ich bin kein Camper. Ich bin der neue transferierte Feueraufpasser, du weißt schon. Stimmt. Das. Oh, da hinten läuft irgendwas. Irgendjemand läuft da hinten. Ich wusste nicht, dass wir Leute diese Saison einstellen. Warte, lass mich das überprüfen. Oh, wow, hier sieht's ganz schön wild aus. Vielleicht sollte ich lieber wieder gehen und es werden Leute vermisst und so ein Kram, ne? Okay, ich meine, in solchen riesigen Wäldern werden wahrscheinlich dauernd Leute vermisst. Okay, Kumpel, du kannst gehen. Du bist bei Feuerturm 11 eingestellt. Ich entschuldige mich für das Missverständnis. Ich dachte, dass der Turm für diese Saison unbesetzt wäre, aber hier sind deine Schlüssel. Na, lass mich für dich das Tor für den Pfad öffnen. Kann ich da meinen Camper mitnehmen? Ich meine, das sieht so... Der ist einfach durch die Tür. Okay, der ist ein Geist. Leute, das ist ein Geist. Das ist ein verdammter Drecksgeist. Ich will niemanden Angst einjagen. Aber anscheinend haben wir es hier mit Waldgeistern zu tun. Aber keine Sorge, auch dafür bin ich ausgebildet. Ey, Vorsicht! Ich will dich nicht überfahren. Boy. Was ist denn los? Darf ich hier nicht mehr im Auto rein? Da du so spät angekommen bist, brauchst du vielleicht auch diese Taschenlampe für den langen Weg. Okay. Wo ist eine Taschenlampe? Willkommen in Iron Bar, Kumpel. Darf ich da mit meinem Fahrzeug rein? Ich fuhr mit meinem Wohnmobil auf dem Wanderweg. Ja. Ganz recht. Boah, da komme ich nicht durch. Mist. Nun, für unsere Gründe, wenn du bei deinem Turm bist, mach bitte einen Wetterbericht von deinem System. Aus sobald wir wissen, dass du sicher angekommen bist. Okay, ich steig mal aus. Er wird der nächste Kontakt im Fall eines Notfalls sein. Danke, Billy. Was denn? Hey!
Nur ein Ratschlag, geh nicht weiter als eine halbe Meile oder so in den Norden von deinem Turm. Warum? Gefährliche Wälder in der Richtung, Kumpel. Wilde Katzen und Bären. Böses Geschäft. Ah, verstanden. Böses Geschäft? Ich dachte, er wollte mich bloß erschrecken. Aber er sah todernst aus. Ich wollte meinen verdammten Camper mitnehmen. Okay, wir laufen jetzt wirklich zu Fuß. Ich ließ meine Tasche erst an meinem Wohnmobil. Was? Nein! Das ist eine dumme Idee. Auf so eine Idee kam ich gar nicht. Natürlich. Tasche mitnehmen. Kann ich hier so parken? Hier ist der Schlüssel. Na, stell um, wenn du... Danke. Ich habe es mir doch anders überlegt und nahm meine Tasche doch lieber aus dem Wohnmobil. Die Tasche muss mit. 11.32 Uhr. Abends. Es war eine lange Wanderung und langsam fing es an, kalt zu werden. Was ist das da hinten? Glühwürmchen? Ein G, um zu werfen. Okay, hier ist irgendeine Station. Vorne ist ein Schild. Ich darf mich auf keinen Fall verlaufen. Iron Bark, Turm 11. Lazy Trail. 3,2 Meilen. Okay, gut zu wissen, dass es hier in 3,2 Meilen irgendwo anders hingeht. Mein Gefühl sagt mir, man ist alleine hier draußen. Und das für mehrere Wochen. Das ist nicht jedermanns Sache. Ich könnte sowas easy. Aber ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Natur. Ich stieg die Stufen zum Turm hinauf. Wenn du einmal oben auf dem Turm bist, ist dein Job, nach Feuern oder ungewöhnlichen Dingen Ausschau zu halten. Die Luft der Kabine duftet nach Holz, gab mir ein beruhigendes Gefühl. Mach lieber mal ein Feuerchen an, oder? Meine Hände waren voll. Hau mal das hier aufs Bett. Oh, das lassen wir mal, ne? Kann ich die Axt nehmen? Haben wir hier Feuerholz? Die Funkausrüstung stand auf einem Holztisch. Sie war mein Hauptmittel zur Kommunikation. Ich habe vergessen, den Generator einzuschalten. Okay, dafür brauche ich wahrscheinlich das Benzin. Ah, gib mal her, bevor ich alles verschütte. Oh, was war denn das? So. Da hinten brennt Licht in der anderen Feuerwache. Wo ist denn der Generator? Ist der unten? Ich denke mal nicht oben drin. So, das Ding läuft. Da hinten ist eine Hütte. Huh. Da ist nochmal Sprit. Kann ich Holz mitnehmen? Streichhölzer, noch mal eine Taschenlampe. Was ist das denn hier? Bärenabwehrspray. Das ist super wichtig. Und du kannst wieder pissen gehen, wenn du willst. Die Tür war offen. Die Tür war zu. Alright. So, Generator läuft. Computer an. Rainbow. Rainbow 98. Check the Iron Bark Rules Flyer. Ist das der Rules Flyer?
soll denn der sein? Riesiger Kompass in der Größe einer Pizza. Haben wir hier irgendwo einen Flyer rumliegen? Das ist meine Küche. Mein Bärenabwehrspray. Radio. Ich musste für heute Abend einen Bericht schreiben. Okay. Also ins Bett können wir nicht. Aber ich finde auch keinen Flyer. Da geht nichts. Steht hier irgendwas von einem Passwort? John, morgen anrufen. Ah. Ironbark Tower Number, also 11. Was für ein krasses Passwort. Was, Moment. Ach, Ironbark und dann 11. Ironbark 11. Ironbark 11. Yes. Hallihallo, ich bin Smiley, Ihr geschätzter virtueller Assistent hier, um Ihnen zu helfen, das Beste aus Ihrem Computer rauszuholen. Hey Smiley, guten Abend, Turm 11. Wie läuft Ihr Tag bisher? War ganz nett. Woran denken Sie heute? Wie kann ich Ihren Tag verschönern? Überraschung, Sie haben mich gefunden. Ich kann Ihnen heute behilflich sein. Klickety-klick, hier habe ich einen zufälligen Fakt für Sie. Der Mount Everest, der weltgrößte Berg, wächst aufgrund der tektonischen Plattenbewegung jedes Jahr in die Höhe. Und das um etwa 0,6 Zentimeter. Klickety-klick. Hier habe ich einen zufälligen Fakt für Sie. Der Grand Canyon in den Vereinigten Staaten ist nicht nur wunderschön, sondern auch außerordentlich alt. Es wird geschätzt, dass er um die 6 Millionen Jahre alt ist. Wie kann ich Ihren Tag verschönern? Kann ich Ihnen irgendwie den Wahnsinn treiben? Woran denken Sie heute? Überraschung. Nee, ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht. So, was ist das denn hier? Welcome to Ironbark State Park. If you're watching this video, then let me be the first to say... Congratulations! You have been commissioned by the Ironbark Fire Department to protect one of the most prestigious parks in the state of Washington. Established in 1897, we've been known as one of the safest parks in America. We hope you can keep it that way for many years to come. This training video will ensure that you work to the best of your abilities. You have been selected as one of our Fire Lookout Observers. This is a truly rewarding job which requires many hours of hard work. You will be working in our state-of-the-art lookout towers. And the following is a list of responsibilities you will have. Keep watch for fire. Fire isn't going to be noticeable all of the time, so also keep watch for smoke. Make sure to know what color the smoke is. It may be crucial information. Fires are best stopped before they spread out of hand. Keep records of daily temperature. When the temperature rises, it is best that we have those recorded. The science nerds at the Panoramic Preservation Society require us to note all changes in temperature. We think it's best not to get into a lawsuit. Keep records of daily wind speed. Wind is a big factor when it comes to fire. Use the anemometer to scientifically gather the data. After collecting the data, input it into our state-of-the-art service reporting form. This is a highly complicated form, often used by NASA employees. So don't be too ashamed if you can't figure it out at first. You have the privilege of using such a form. Keep campers out of unregistered campgrounds. The campers might start a campfire which could lead to a wildfire. They will not always listen to authority, so take precaution when escorting them. Make sure to know whether the person is a threat. If you're worried about your safety,
Do not hesitate to dial 911. Keep maintenance of the park. Make sure the park is kept clean. We have a status to uphold. Now that you know most of the duties that a fire lookout has, you're ready to start. We hope that you have a great season out there on the tower. Try not to damage any of the equipment. And remember, if you see smoke, don't joke. Call the authorities and notify them of the predicament immediately. Das war extrem gestört. Und war das mein alter Kumpel Jack Spadeisky? Was haben wir denn hier? Plant View. And we are back. So how do you feel about being a plant? Do you moisturize? Fascinating. What do you do for a living? Uh-huh. Yeah. How does that work? Wow. Everyone's been wondering, how's the marriage with the wife? Sir. Sir, there's no need for that language. Sir, calm down. What did you just say? Nobody talks to me like that on my show. What the f*** did you just say? Get over here, you piece of shit. Okay, was habe ich mir da gerade reingezogen? Einen Typen, der eine Pflanze interviewt. Was ist Roros? Hi everyone. I'm oh Gott, was ist das für ein Programm? Paint with you. Today I got some cool paint. This is something called testicular green. It reminds me of my wife. I love my wife. Anyways, a little water there. Time to switch brushes. Oops, that's the wrong brush. That's my needle. I'll save that. Eine Heroinnadel? There it is. The basting brush. This brush is really great for painting in those details. I think I'll put a little tree here. This is where I buried the bodies. You know what would look good here? A nice, happy cabin right there. Reminds me of when I had an affair with my wife, with a squirrel. Enough about me. Let's read some fan mail sent in by you guys. Eviction notice. Forget the fan mail. We'll be right back after this commercial break. Okay, du hast echt gestörte Sachen hier auf dem Rechner. Also da wären ein paar gute alte Pornos viel seriöser. Was zum Schlong ziehe ich mir jetzt rein? Von den Erfindern von Friends, jetzt neu Cats. 90 Minuten lang Katzen. Dazu weirde Musik und noch mehr Katzen. Katzen, Katzen, Katzen. Haben Sie sich schon immer gefragt, was passieren würde, wenn die Katzen den Haushalt schmeißen würden? Nun, erleben Sie es hier bei Katzen. Werden Sie gemeinsam mit Katzen depressiv. Leben Sie Ihre Depression zu Hause aus und werden Sie therapiert von Katzen. Katzen, die neue Sendung. Jetzt nur auf Netflix. Catflix. Wow. Gut, das war genug Kram für heute. Was ist hier drin? Ist hier irgendwas Verstecktes? Hat irgendjemand was versucht zu vertuscheln? Service Report. Herzlich willkommen bei der hochmodernen Was? Hallo? New guy, I haven't gotten your name yet. What is it again? Naja, ich kenne deinen Namen noch nicht. Wie heißt du? Wer ist da? Connor, Fire Tower 12. I saw your light turn on. Ich bin Connor, aus Turm 12 drüben. Ich habe dein Licht gesehen. Du bist nie alleine in diesen Wäldern. Ich musste deinen Bereich abdecken, bis du kommst.
Danke, schätze ich. Also. Your name? Jack. Jack Nelson. Anyways, what brings you to this towering paradise of ours? Was mich zu diesem Turmparadies bringt? Ich suche nur nach Abwechslung, Bruder. Ich wurde umstationiert von Iron Horse. Ein erfahrener Kamerad. Ich verstehe, warum Hitch dich ausgesucht hat. Ey, ich bin echt müde. Hast du ein Feuer an? Nö. Mach dir mal lieber ein Feuerchen. Du willst dir doch heute Abend nicht den Arsch wegfrieren. Alles klar, danke. Und was jetzt hier mit meinen Sachen hier? Ich muss doch hier noch Temperatur eintragen. Das Wetter. Oh Gott, das ist ja richtig Arbeit. Keiner hat mir gesagt, dass ich arbeiten muss. Warte mal, hier geht doch auch bestimmt Licht an. Dass der mein Licht sehen konnte, das ich noch nicht mal anhatte. Connor also. Connor ist irgendwo hier drüben. Es ist wolkig heute, oder? Leicht bewölkt, würde ich mal schätzen. Ich kann nicht raus, ich kann nicht runter. Warum? Haben wir hier Feuerholz? Ich sehe keinen Rauch. Hast du schon angezündet? Nee. Ja, aber da ist doch nichts drin. Warte mal. Was piept denn jetzt hier so? Es gibt kein Feuerholz, Kumpel. Kein Feuerholz? Es muss da viel davon in der Hütte geben. Das ist alles von Harley. Harley? Der Mitarbeiter, der vor dir hier gearbeitet hat. Die war eine echt taffe Frau. Sturm. Gut, wir wissen ja, wo das ist. Wir haben das Feuerholz schon gesehen. Und hier ist immer noch meine kleine Benzinpfütze. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich hier den ganzen Turm abfackeln. Klingt so irgendwie nach mir, oder? Jetzt kommt auch noch ein Sturm. So wild sieht das Wetter jetzt eigentlich auch nicht aus. Okay, das wird wohl reichen. Ach ja, den Kamin anfeuern. Meine Lieblingsbeschäftigung. Schon krass, wie ich innerhalb von 2 Jahren zu so einem richtigen Dad wurde. Kamin. Vom Kamin sitzen und das Kaminfeuer beobachten. Und sich darüber freuen, dass es gut brennt. Das ist so richtig Dad-mäßig. Kann ich es anzünden? Was fehlt denn noch? Ah. Okay, brennt das? Was, echt? Wir brauchen wirklich Benzin? Wer macht denn so... Okay, wir sind hier in Amerika. Na gut. Die Amerikaner sind schon ziemlich durchgeknallt. Die brauchen wahrscheinlich wirklich Benzin, um Feuerchen anzuzünden. Haben wir noch nie was von Anzündern gehört? Okay, das Benzin habe ich irgendwo hier hingeworfen. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen was drin. Klingt leer. Oh, es wird windig. Jetzt aber schnell. Das wird sowas von brennen. Kommt jetzt wahrscheinlich richtig eine Stichflamme raus. Wow, wow, Vorsicht, du hast auch ein bisschen auf den Teppich gekleckert. Ah, I see it. I see the smoke. So schnell. Nice to see Tower 11 alive again. Did you report for the night yet? Mein Bericht. Ja, ich mach mich ja schon ran. Gott, hier werde ich ja ganz schön kontrolliert.
Warte. Erstmal kommunizieren. Ich komme noch dazu. Okay, ich muss jede Nacht hier einen Bericht machen. Das ist verpflichtend, bevor ich mich abmelde. Nein, natürlich. Hitch ist so wichtig. So, ich muss hier die Temperatur, die Windgeschwindigkeit. Ist wolkig. Jack Nelson. Null. Okay, warte. Kann ich irgendwo hier die Temperatur sehen? Haben wir hier irgendwo ein Thermometer hängen? Was ist das hier? Kann ich wahrscheinlich den Wind messen? Zeig mal her. 18 Knoten. 18 Knoten. Okay. Toll, das ist ein Kompass, der bringt mir jetzt gar nichts. Ich brauche irgendwas für die Temperatur. Ist hier irgendwo ein Thermometer? War unten ein Thermometer? Oder kann man das Ding auf was umstellen? Ach, hier macht man Licht an. Alright. Leider habe ich keine Temperatur. Vielleicht war unten was in der Hütte. Ich lege mal die Taschenlampe hier hin, damit ich mehr tragen kann. Oder hängt hier irgendwo eins außen für die Außentemperatur? Warte, ich brauche nochmal die Taschenlampe. Hängt hier irgendwo ein Thermometer? Ah, vielleicht war unten eins. Ich weiß es nicht. Aber das ist hier kein Horrorspiel, sondern eine knallharte Arbeitssimulation. Hat vielleicht irgendwo hier eins hingenagelt? Hier ist auch kein Thermometer. Kann das denn hier drin den Wind messen? Das ist de facto unmöglich. Das hat aber keine Thermometerfunktion. Gut, jetzt habe ich zwei von den Dingern. Ah, vielleicht muss ich raten. Wenn es falsch ist, köpfen die mich. Und lass mir hier die 18 rein. Was haben wir denn hier? Alter! Ich dachte, Videospiele wären verboten. Jetzt habe ich hier einen Zombie-Shooter. Oh, wow! Was ist das denn für ein gestörtes Game? Bam! Headshot! Headshot! Die freie Natur und Zombies wegballern. Genau mein Geschmack. Krieg ich eine bessere Waffe? Oder muss ich die hier kiten? Headshot! 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 Oh Gott, da sind noch mehr Zombies. Oder sind das Nachzügler? Kann man das gewinnen? Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Headshot. Irgendwas rum? Was ist das? Soll das so eine Evil Dead oder Anspielung sein? Die Luke? Aber was ist das hier? Das ist eine Luke, ne? Das ist mein Boomstick. Headshot. Hab ich
gewonnen. Boah, die kommen auf einmal von hinten. Ah, weg. Ich frage mich, wie groß das Spiel im Spiel ist. Oh, da habe ich Leben verloren. Das ist ja gigantisch. Immer schön auf den Kopf zielen. Ich weiß, Smiley, ich weiß. Okay, das Ding explodiert nicht. Das war ein Headshot. Hat er nicht gezählt? Frech. Okay, ich bin sowas von tot. Okay, ich muss immer noch ein Thermometer finden. Oh, da ist eins. Da hängt eins. 40,7? 40,7. 0. Etwas schien nicht normal zu sein. Okay. Irgendwas scheint... Das ist doch... Ist es windig? Ich würde sagen, es ist bewölkt. Oder muss man da einen Punkt machen? Nee, es geht nur... Man kann es so schlecht lesen. Okay. Was ist denn nicht normal? 45,2. Die richtigen Wetterbedingungen. Windig. Zählt das als clear? Das zählt als clear. Okay. Copy, new guy. Hörst du mich, Neuer? Turm 11, höre. Ich glaube, ich melde mich für heute ab. Tower 12, signing off. Gute Nacht. Alles klar, bis morgen. Da stand irgendwas mit Licht aus, also machen wir mal Licht aus und dann hauen wir uns hin. Okay, das Thermometer muss man nicht irgendwie entziffern, sondern man kann es deutlich ablesen, indem man draufklickt. Irgendwelches Gefasel? Halb vier. Was piept denn hier rum? Hallo? Hallo, Connor, bitte komm. Ich musste pinkeln. Warte, aber dann nehmen wir die Taschenlampe mit. Wo liegt denn die? Mach jetzt keinen Kack. Wo ist meine Taschenlampe? Irgendein Psycho hat mir die Taschenlampe geklaut. Jo, das Ding ist weg. Als ich in der ersten Nacht außerhalb der Hütte war, bekam ich ein seltsames Gefühl. Ey, will er einfach runterpinkeln? Okay. Er pisst einfach... Ich hätte es genauso gemacht. Ich verurteile ihn nicht. Ja, ich hätte es genauso gemacht. Der Wind wird schon wegwehen. Richtung Turm 12. Ich meine, wieso da runterlaufen, ne? What? 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 Da unten ist jemand. Gib mir das Fernglas. War doch jemand. An dem Schild. Okay, das ist schon ein bisschen spooky. Ist wahrscheinlich nur irgendein Hinterwäldler. Irgendein verrückter Redneck. Mach dir keine Sorgen, Kumpel. Ach, da ist ja meine Taschenlampe. Plötzlich ist das Ding wieder hier. Okay, lass weiter schlafen. Alles easy, alles gut. Nacht 2. Ah.
Es gibt nur dich und den Wind und die Zeit schmilzt einfach dahin. Erstmal schön einen Schluck sippen, du. Oh, Irish Coffee. Foto machen. Das ist schon echt schön. Das ist echt postkartenverdächtig. Noch ein Foto, Villa. Vielleicht hier von Turm 12? So, meinen Morgenkaffee und meinen Morgenschiss habe ich auch direkt hier vom Turm gekackt. So bin ich. Einfach runterkacken. Naja, hörst du mich? This is Connor from Tower 12. Connor, Turm 12. Ja, kann ich meine Tasse vielleicht da irgendwie... Lass mal weghauen, das Ding. Tower 11, do you copy? Ja, ich höre, Connor. Wie geht's? Son of a bitch. Was? Nobody bothers to get a camping permit these days anymore. Niemand holt sich mehr eine Campingzulassung diese Tage. Do you have eyes on the smoke north of your position? Hast du Augen auf den Rauch im Norden deiner Position? Lass mich nachschauen. Mach mal das Gedudel aus. Ist hier noch im Norden. Joa, hier. Joa, hier ist Rauch. Was soll ich denn da vermelden? Ich brauche deine Bestätigung. Bisschen Rauch im Norden. Ja, ich sehe ihn. Wäre nicht blöd. You spot that white smoke up north? Yep. It appears to be in the Lacey Trail sector, which is not a registered campsite. People like that don't bother to clean up after themselves. Okay, die räumen nicht mal ihren Müll weg. Was für Schweine. Fire risks are high this season. Hohes Feuerrisiko. Mind checking it out? Klar, ich gehe nach Norden und melde mich. Sei sicher da draußen. Alles klar, over and out. Mein Bärenspray soll ich mitnehmen. Ich nehme meine Taschenlampe mit und mein gutes altes Bear Away. Das einzig wahre Bärenspray. Kompass brauche ich ja nicht unbedingt, weil... Der Turm ist nicht zu übersehen, Rauch ist nicht zu übersehen. Norden liegt in die Richtung, Westen, Osten, Süden. Schon haben wir uns orientiert. Im Osten geht die Sonne auf. Passt doch. Jetzt schon wieder mal wieder ein Profi im Wald. Kann ich einfach durch den Wald? Oh, Bärengebiet. Ich hoffe, das Zeug funktioniert. 8.37 Uhr. Ich folgte dem Pfad, der mich zu dem Rauch führte. Ich war wie lange unterwegs? Das war ja wirklich jetzt ein Tagesmarsch. Ich bin früh morgens los und komme abends an. Was war das denn? Ich wette, hier ist irgendwo so eine Hillbilly-Sekte. I love Jen. Sie gibt die besten Blowjobs. Oh, Satanismus-Kram. Menschen opfern so einen Dreck. Hallo, ich muss Sie warnen, ich habe Bärenabwehrspray. Das ballert auch bei Menschen fies rein. Was einem Bären schon schändet, was denkst du, was das mit einem Menschen macht? Was ist hier los, Jack? Geht's dir gut? Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Schreib mir bitte, sobald du das hier liest. Tut mir leid, Kay, ich fürchte, die Verbindung ist nicht sehr gut. Der Ausblick von meinem Turm und danke für das Rezept. Werde es eventuell heute Nacht ausprobieren. Messer und so ein Kram. Ich höre irgendjemanden hier sein Lied trällern. Wer ist da? Hallo? Zeig dich!
Gebiet hinter diesem Ort ist gesperrt. Hier ist ein kleiner Teich. Vielleicht gibt es da drüben irgendeinen Eingang. Sollen wir mal lang? Geht's nicht lang. Was ist das denn hier? Ein Boot? Können wir aber auch nicht verwenden. So, ich muss leider mein Bärenabwehrspray weglegen und euer kleines Satansfeuer muss leider auch gelöscht werden. Die Show ist vorbei. Aber wenn ich jetzt so lange gelaufen bin, ganzen Tag, bis ich zurück bin, ist ja wieder ein Tag vorbei. Hat da eben gerade jemand seine Hose runtergezogen? Das klang, als würde jemand seine Hose ausziehen. 9.07 Uhr. Als ich in der Dunkelheit zurück zu meinem Turm gewandert bin, ich hatte ein Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Ich habe nur daran gedacht, was passieren hätte können. Bin ich jetzt wieder bei meinem Turm? Ja. Ich habe Schreie gehört. Und definitiv irgendein Typ treibt sein Unwesen. Heute schlafe ich wirklich neben meinem Bärenabwehrspray. Heute schmuse ich mit meinem Bärenabwehrspray. Ich habe kein Feuer. Okay, funken wir mal Connor an. Connor, hörst du mich? Hey Connor, hörst du mich? Laut und deutlich neu. Ich habe mir gerade nur heißes, also als erstes, was ist der Status? Are you kidding me? Willst du mich verarschen? Son of a bitch. They never learn, do they? Über wen redest du? I'm sick of these bastards. It's unbelievable. Ich habe genug von diesen Dreckschweinen. Es ist unglaublich. Ist das schon oft passiert? This is the third time this month alone. Das dritte Mal diesen Monat. Anything else you notice in those woods? Schreie. Rote Füchse, die so klingen wie alte Damen. Okay. Es war ein männlicher Schrei. Ich weiß nicht, worüber du redest, Neuer. Aber ich habe von Rangern gehört, dass viele Leute wegen des Verschwindens dreier Kinder diese Gegend anströmten. Kinder sind in der Gegend verschwunden. Okay, die sind verschwunden, keine Spuren, waren campen mit ihren Eltern. Was ist mit den Kindern passiert? Okay, mit Pfeifen wurden die Kinder angelockt, der Rattenfänger? Kreaturen. It's crazy, I know. You would think these rumors would scare people off, but apparently it's been the opposite. Klar, solche Gerüchte ziehen jede Menge YouTuber an, die dann irgendwie einen coolen Clip haben wollen. I only wish they were true. Okay, er wünscht sich, dass da draußen wirklich irgendwelche Killer-Kreaturen sind. Connor, du bist ein krankes Schwein. Well, at least now you know why Mitch had to staff Tower 11. Ja, ich verstehe es. Das ist beunruhigend. Neuer? Auf keinen Fall. Kein Problem. Okay, melde dich wieder bei mir, ne? Jo, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht. Ich muss wieder einen Bericht machen. Was sagt die Temperatur? 50,4.
Yep, ich weiß, ich weiß, ich weiß. 50,4. Einen Jack Nelson. Weiß nicht, was, wie ist das Wetter? Sollen wir nochmal gucken gehen, ha? Okay. 18 Knoten. Das ist doch jetzt bewölkt, oder? Das Wetter ist so bewölkt. 18. Cloud. Also geht doch. Wir werden besser, ne? Machen wir so ein kleines Feuerchen an. Und dann kuscheln wir uns mit unserem Bärenabwehrspray direkt ins Bettchen. Habt ihr es gerade gehört? Hier pfeift doch irgendjemand ganz leise in der Ferne ein Lied. Ich höre definitiv jemanden. Das ist nicht der Wind. Der Wind kann keine Melodien. Klingt eher wie Kill Bill. Ihr wisst, was ich meine. Okay. American Style. Schön dick Benzin drauf. Mich hier schön tränken. Burn, Mother F, burn. Schon wieder hab ich's gehört. Okay, lesen wir mal die Nachrichten. Nicht zugestellt, nicht zugestellt. Ich bin so neidisch auf diesen Ausblick. By the way, sieh dir an, zu welchem Anblick ich nach Hause. Pizza, Pasta, Bake. Mom hat denselben Auflauf heute gemacht. Nom nom nom, hehehe. Sich diese Fotos anzuschauen, macht mich echt hungrig. Weißt du was, ich werde das Rezept einfach jetzt austesten. Haben wir das alles da? Ungekochte Pasta. Peperonis, Mozzarella. Hm. Kann ich das irgendwie einstellen? Habe ich eine Pastaschale? Okay, zeig mal her. Wo finde ich denn so eine Soße? Habe ich einen Kühlschrank? Das da. Was braucht er dann? Pepperoni. Haben wir hier Pepperoni? Hm. Das ist Limo, was ist das? Die brauchen wir später, die Tomaten. Was ist das hier? Bohnen. Brr. Pepperoni. Erstmal die ganze Küche hier verwüstet. Mozzarella Cheese. Muss eigentlich auch im Kühlschrank sein. Eier. Mozzarella. Okay, ist ein Highspeed-Ofen. Connor? Ja, ich komm schon, ich komm schon. Aber ich hab was im Ofen, Connor. Connor? Okay, hat's den Behörden gemeldet? Was haben sie gesagt? Okay, morgen kümmern die sich darum. Tell you what,
sec now. Okay, er geht pennen. I know it's been a tough day, but you're doing an excellent job up there. Dankeschön. Tower 12, signing off. Over and out. Gute Nacht, Connor. Gutes Nächtel, ey. Kühlschrank mal wieder zumachen. Heiß, 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 aber heiß. Wo stellt man das denn hin? Was? Er aß im Bett. Er geht mit seinem Auflauf kuscheln. Was hat er? Er hat doch was? Ich hab's nicht lesen können. Ah, er aß im Bett. Ballert sich hier diesen glühend heißen Auflauf rein. Knallharter Freak, muss man ihm schon lassen. Er ballert doch jetzt nicht den ganzen Auflauf weg. Also da hätte ich auf jeden Fall auch irgendwie Visionen am Abend. Und eine kleine Prise Meth. Der haut sich wirklich den ganzen Auflauf rein. Die ganzen 1,5 Kilo. Ich war schon voll. Ich dachte schon. Jetzt kann man das hier noch reinstellen. Ja, wo stellt man denn jetzt so einen Auflauf hin? Eigentlich Kühlschrank, oder? Was mit den Sachen? Kann ich hier auch wieder reinbuddern? Die Putzfrau wird's richten. Ah, mein Bärenabwehrspray. Das nehme ich mit ins Bett. Ich habe die Bretter immer geschlossen, bevor ich ins Bett gegangen bin. Die Bretter? Welche Bretter? Habe die Bretter immer geschlossen. Welche verdammten Bretter? Was meint er mit Brettern? Kann man den runterfahren? Ich habe die Bretter immer geschlossen. Okay, ich kann nochmal runter. Aber was meint ihr mit Brettern? Feuerholz. Licht kann ich hier drin nicht ausmachen. In der Hütte brennt immer Licht. Ich weiß nur, er muss das Licht ausmachen, aber ich habe keine Ahnung, was er mit Brettern meint, weil beim letzten Mal haben wir keine Bretter geschlossen. Also welche Bretter meinst du? Das da? Ah. Okay, dann machen wir das mal hier zu. Okay, da komme ich noch von der anderen Seite ran. Das kann man nicht schließen, weil da irgend so ein Versorgungskasten davor hängt. Bärenabwehrspray, ab ins Bett. Uhr, mitten in der Nacht. Ich wurde von einem Gefühl geweckt, das mich die Augen öffnen ließ. Habe ich die Bretter nicht alle zugemacht? Was war das? What? Oh mein Gott, wo ist... Die Nacht hat etwas sehr Seltsames an sich. Wo ist mein Bärenabwehrspray? Ich muss sie warnen, ich habe Bärenabwehrspray. Ich traue mich gar nicht, die Tür aufzumachen. Ah! Was zum... Alright, ich bin tot. Alter, was war das denn? Anhänger des Ziegenmanns. Okay, wir dürfen auf gar keinen Fall die Tür öffnen. Der schleicht hier draußen rum, kommt aber nicht rein.
Aber was ist das für ein Kultist? Und das Bärenabwehrspray hat er weggesteckt, als wäre es gar nichts. Ich habe ihm das voll reingeballert und er so, pff, juckt mich in Feuchten. Was macht er da? Ist das Feuer? Ist das Streichhölzer? Geht der weg? Ich glaube, er ist die Treppen runtergegangen. Ich bin mir aber nicht sicher. Yo, kann ich vielleicht Connor anfunken? Warum kann ich hier niemanden anfunken? Oh, verflucht. Ich wusste nicht, was ich im Moment damit anfangen sollte. Alter, das ist ein Zeichen für, ich gehe nach Hause. Das einzig Logische, an was ich denken konnte, war Connor zu kontaktieren. Das heißt, ich gehe nach Hause. Mach das Ding zu. Das heißt, tschüss, auf Wiedersehen. Ich bin dann mal weg. Ich kündige. Connor, hörst du mich? Ich muss mit dir reden, das ist wichtig. Hallo. Ja, ich weiß, wie spät das ist, aber hier ist irgendwas richtig, richtig abgefucktes vor meiner Tür. Okay, Harley wurde also auch heimgesucht. Was ist, wenn das kein Spaß ist? Kids hier draußen. So viele Horrorfilme. Sag mal, bist du dämlich? Das sind keine Kinder. Irgend so ein Kuttenfreak. Ja, wir sind irgendwo in der Mitte von nirgendwo, als ob hier Kinder rumrennen. Dankeschön. Da hat er leider recht, aber ich habe trotzdem Todesangst. Ja, Nacht, Connor. Entschuldigen tue ich mich garantiert nicht. Was Connor sagte, ergab keinen Sinn. Ach nee. Ja, was will man groß machen, ne? Der Weg zum Camper ist ja auch ein Stückchen. Nacht 3. Am nächsten Tag wachte ich auf und war mir nicht sicher, ob letzte Nacht real oder nur ein Traum war. Connor versuchte Gründe zu finden, dass es nur ein harmloser Prank von irgendwelchen Kindern war. Aber da war etwas in der Nacht, das sich dunkler anfühlte. Dort draußen im Wald ist etwas komisch. 8.34 Uhr am Morgen. Nee, wieder am Abend. 8.34 Uhr wieder am Abend. Die meiste Zeit beschäftigte mich mit einfachen Wartungsarbeiten oder mit dem Scannen der Dichte der Bäume um mich herum. Meine Paranoia in diesem Wald hat sich letzte Nacht nur noch verschärft, was mich dazu brachte, in Zukunft besonders wachsam zu sein. Okay, ich wäre auch paranoid, und zwar sowas von paranoid. Durch das Ding siehst du gar nichts. Nichts. Wenn dann überhaupt hier bei der Lichtung, oder? Macht doch mal das Ding sauber. Guckt euch mal diese Gläser an. Jetzt kommen Aliens. Ist da unten irgendwas? Ah, Gott sei Dank. Ich dachte nämlich schon. Okay, das muss auch Connor sehen. Unmöglich, dass er das nicht gesehen hat. Das hätte ich auch durch die verschlammten Gläser gesehen. Was hat er damit gemacht? Weggeräumt?
Alter, das ist ein wichtiger Beweis. Das ist... Hello? Is anyone there? Hallo? Ist jemand da? I need help. Ich brauche Hilfe. Someone answer. Bitte, antwortet jemand. Okay. Hello? Can anyone hear me? Ich höre sie laut und deutlich. Oh, thank goodness. I'm lost and I'm really starting to freak out. Was ist hier los? I don't even know where to start. I went out to explore the area and lost track of time. Okay, das Zeitgefühl verloren. Was hat er denn da draußen zu suchen? It's dark and I can't remember the trail back to my truck. I think I'm lost. Okay, wie lautet Ihre derzeitige Position? I'm in the middle of the woods, on this trail surrounded by trees. Everything looks different at night. Okay, hat er die Leuchtrakete verschickt? Shooting a few flare gunshots might get someone's attention, but no one's okay. Come yet. All it did was light up the trees and make everything look even scarier. I just want to find a way out of here. Ich könnte Sie mir können Sie mir Ihre Umgebung beschreiben? Das wird nichts bringen. In welche Richtung schauen Sie gerade? Ja, Orientierungspunkt ist gut. I remember passing a small stream earlier. Kleiner Bach. Vielleicht da, wo wir das Camp gesehen haben vor ein paar Nächten. In welche Richtung schauen Sie gerade? I'm walking towards west right now, because I remember walking east when I came here. Okay, Westen. Oh, thank goodness. I see it. Wie, was sehen Sie? I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Also okay, Moment. Lassen Sie mich die Karte scannen. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Moment, der ist im Westen. Mal die Karte. Hier ist die Karte. Ironbark State Parks. Egal, ob Sie eine Wanderung planen, dieses Geräusch, andere dabei helfen oder einfach nur die Schönheit des Parks komfortabel über das Display erkunden wollen. Hello? Ja, ja, ja. Are you still there? Ich bin noch hier, ich bin noch hier. Seem pretty similar. I'm just so anxious about making a mistake and going further away from the road. Please. Okay, ich bin ja da. Moment. Westen. Tower. Hier, er hat einen Lake gefunden. Was soll ich denn hier finden? Ich kann reinzoomen. Ha. Huh. Toll, ich kann mich hier null orientieren. Fluss, Viewpoint, Eagle Peak. Kann ich hier nochmal anfunken? I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Ich bin jetzt an einer Wegkreuzung, aber ich weiß nicht, ob ich den rechten oder den linken Weg nehmen soll, um zum Ausgangspunkt zu kommen. Können Sie mir helfen? Ich weiß es auch nicht, Kumpel. Ich guck nochmal rein. Da unten ist der Cracker Lake. Der Goat Lake im Westen. Welcher? Eigentlich ist nur der Hidden Lake hier. Geschlossen im Winter. Hello? Ja, ich bin noch da. Ich verstehe dich. Okay, ich werde nicht schlau aus dem Ding. Ich werde einfach mal drauf losraten. Kumpel? I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Ich denke links. I knew it. I thought I looked familiar. Sehr gut. I couldn't have trusted myself with this decision. Thanks for helping me through this. Kein Problem, gern geschehen. I'm right here. Wie, was meinst du? I hear you. Wie, du hörst mich, ist unmöglich. I hear your whistles. Das bin ich. What? I see you behind the trees to my right. Das bin nicht ich. You're freaking me out. What? Alter, was geht hier? Was geht hier jetzt plötzlich ab? Wo ist mein Bärenabwehr? Moment, ich brauche mein Bärenabwehrspray. Wo ist mein Spray? Wo ist... Okay, ich bin bereit.
Ach du meine Güte, warum hast du da drin so lange gebraucht? Ich sollte nach dir sehen und klopfen. Du klopfst schon seit Stunden. Was hast du gemacht, Kumpel? Ich habe einem verwirrten Wanderer geholfen. Um die Uhrzeit? Möge Gott barmherzig sein. Wie dem auch sei, hier, ich habe deine Ausrüstung vom Turm, nur das Nötigste. Hier, bitteschön, ich glaube, ich werde gleich ohnmächtig, wenn ich das Zeug noch länger halte. Okay, dankeschön. Was hast du gestern Abend dort gemacht? Was meinst du? Oben im Norden, warum warst du dort? Ich würde mich da draußen nicht herumtreiben, Kumpel. Ich musste ein Lagerfeuer wegen des Rauches untersuchen. Oh Gott, sei mir gnädig. Unangenehme Angelegenheit da oben, Kumpel. Luchse und Bären. Sei vorsichtig da draußen, Kumpel. Diese Wälder sind nicht normal. Und dort gibt es Dinge, die sich gerne ein Stück von dir holen würden. Ganz zu schweigen davon, dass du ziemlich weit weg wärst, wenn dir etwas zustößen würde. Ich habe genug Dinge, um mich hier zu beschäftigen. Absolut, es ist ein anstrengender Job. Ich habe gehört, dass du etwas nervös bist. Alles in Ordnung? Ich erwähne mal den Schädel. Okay, da fehlen irgendwie die deutschen Übersetzungen, aber er sagt mir sowas wie heilige Kacke, Mutter Gottes, Schädel mit Kerzen. Junge, das solltest du ernst nehmen, das ist ein echtes Problem. Hast du ein Foto davon gemacht? Nein? Du weißt, dass es am besten ist, wenn wir uns an diesen Dingen nicht aufhängen, Kumpel. Außerdem können wir ohne Beweise sowieso nichts tun. Wie denn auch sei, es wird langsam spät. Ich sollte jetzt besser gehen. Halt einfach die Augen offen. Danke für die Ausrüstung. Okay, aber was jetzt mit dem Wanderer? Okay, warte mal, was soll ich damit machen hier? Einfach mal hindroppen. Er hat auch noch Hunger. So, ein bisschen Auflauf. Mein Bärenspray, Alter, das ist zu wichtig. Ja, was mit dem Wanderer? Nur Static. 58,2. Muss auch noch einen Bericht machen. Ja, ich komme gleich. Ja, ich weiß. 58,2. Jack Nelson. Mach gleich weiter. Erstmal Essen reinjagen. Ganz kurz die Temperatur. Die 23 Knoten. Sieht relativ klar aus, die Nacht. Ich aß im Bett. Wie man das eben so macht, ne? Nom, glühend heiß, aber alles rein damit. Das ist aber lecker. Putz. Was hatten wir? 23? Ich würde sagen clear. 23. 1. Jack Nelson. Ist es nicht? Windig? Windig. So. Machen wir die Schotten wieder dicht, oder... Es ist kalt geworden. Ich frage mich, was mit dem Jungen passiert ist. Am Anfang dachte ich, ey, das ist doch ein echt lässiger Job. Jetzt mittlerweile denke ich mir, was für ein Drecksjob. Ah! Oh Gott, Alter, du. Sowas macht man nicht. Junge, das ist uncool.
Alter, du hast mir gerade einen Herzinfarkt eingejagt. Ich verstehe, Einsamkeit kann dein Gehirn einen Trick spielen lassen. Wer bist du? Keine Angst, ich bin ein Arbeiter. Ich habe nur ein bisschen Routinearbeit auf dem Radioturm da hinten gemacht. Um die Uhrzeit? Ich dachte, ich sag mal dem Neuen, über den jeder gesprochen hat, hallo. Arbeitest du normalerweise so spät? Jeden Sonntag. Ich versuche nur, die Kommunikationslinien offen zu halten. Wir müssen uns versichern, dass jede Nachricht die richtigen Orte erreicht. Stimmst du nicht zu? Ich stimme zu. Feuerrisiken sind stark diese Saison. Absolut. Aber manche Feuer sollen brennen und keine Menge an Verhinderung kann sie stoppen. Was meinst du? Natur hat ihre eigenen Pläne. Manche Dinge können nicht kontrolliert werden, egal wie stark wir es versuchen. Und manchmal sind Desaster eine andere Art von Aufräumen, ein Weg für Land, sich selber zu reinigen. Aha. Hab eine gute Nacht, Jack. Hoffe, du schläfst gut, aber denk daran. Neugier kann einen an Orte führen, an die man lieber nicht gehen sollte. Auf Wiedersehen, Jack. Okay, das ist ein echt creepy Mother F. Eine unangenehme Atmosphäre umgab diesen Typen. Ja, definitiv. Ich habe mich fast eingeschissen wegen dem. Erstmal ein amerikanisches Feuer wieder machen mit ordentlich Benzin. Der Duft von Benzin und Holz gibt nichts Schöneres. Bei schön kleckern, ne? Überall so ein bisschen Benzin hin. Kann ich pennen gehen? Ich bin da, klar. Was erwartest du denn? Hier ist Jack. Bin Silas unten begegnet. Dem Typen, der den Funkturm in der Nähe wartet. Was meinst du? Was meinst du? What? Aber mit wem habe ich denn dann gerade eben gesprochen? Er kannte meinen Namen. Wäre möglich. Alles klar. Gute Nacht. Tower 12, signing off. Over. Yo, over and out. Gute Nacht. Ich bin auch gerädert. Das war ja die Hölle. Okay, wir machen nicht alles dicht. Und wir werden wahrscheinlich nachts wieder besucht. Mein Unbehagen wurde von Tag zu Tag größer. Als ich mich an diesem Abend abmeldete, sagte ich mir, dass es nur wegen der neuen Umgebung sei, an die ich mich gewöhnen musste. Die Seltsamkeit, die ich bisher in diesen Wäldern gesehen habe, war noch nicht genug, um einen Alarm auszulösen. Wie auch immer, das sollte sich bald ändern. 2 Nächte später. 9.18 Uhr am Abend. Okay, neues Update auf dem Computer. Ein wichtiges Sicherheitsupdate. Okay.
Ach Quatsch, wird er nicht. Anyways, for now use the console to run the new system update. I'm sure a young man like you can figure it out. So, ich soll die Konsole hier nehmen. Aber was ist denn der Command? Klicke die Klick. Grand Canyon News brauche ich nicht. Oh Gott, was ist denn der... Was ist der Update-Code? Well, to be honest with you, er weiß es nicht. These computers are probably okay. Anyway, for now, use the console to run the new system update. I'm sure a young man like you can figure it out. Moment, ich soll... Was ist denn der Ab... 11? Ich brauche einen Code. Help. Moment. Help. Das hier. Update. 4346084. Fünf, vier, acht, sieben. Ah, okay, das war's schon. Was ist jetzt los? Ah, mir gefällt das gar nicht. Strom war aus. Kein gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Absolut gar kein gutes Gefühl. Ist das? Atmet da jemand oder ist das irgendein Tier? Ich musste dringend pinkeln. Pinkeln auch noch. Die Tür war offen. Ja, gut, ich mach zu. Ist da jemand? Anscheinend nicht. Okay, das war eine merkwürdige Nacht. Eine Woche später. Die Zeit verging wie im Flug. Connors Generator musste repariert werden, also musste ich auch seinen Teil beaufsichtigen. Wenn es nicht brannte, habe ich nur zweimal am Tag nach Connor gesehen. Das war wahrscheinlich der einzige Zeitpunkt für ein Gespräch. Außer wenn ich selbst Gespräche führte. 2.34 Uhr mitten in der Nacht. Wir haben einen anderen? Wie einen anderen? Okay, es ist spät. Jack? Ja? Jack? Ja! Wenn ich so angepisst jetzt reagieren würde, wie du immer angepisst reagierst, ne? Okay, was ist denn los? I've been here busting my ass, working on that old piece of garbage generator. And now I'm seeing this. I'm seeing more smoke to my west. Looks like we got another camper. Nochmal so ein Camper. It appears to be in your sector. You see the campsite from your end? Ich geh nachschauen, warte kurz. Ich geh nachschauen. Taschenlampe, Fernrohr. Okay, Fotos und so weiter, Ausweise. Ihr geht pennen und ich gehe jetzt raus in den Tod. Ich sehe keinen Rauch. Wo soll denn der Rauch sein, Kumpel? Hier.
was ist das? Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Ich gehe da garantiert nicht hin. Die einzige, was in diesem Moment Sinn machte, waren Beweise zu sammeln. Die einzige, das einzige. Ja, und jetzt? Jetzt willst du da hinlaufen? Du weißt, Bären Abwehrspray funktioniert gegen die Pisser nicht. Die sind irgendwie zu buff. Gott. Er geht da wirklich runter. Okay, er fühlt sich nicht sicher. Was machen wir jetzt? Ich versteck mich. Ich musste das Camp überprüfen. Ja, aber wie denn? Kann ich jemanden anfunken? Klar, Connor pennt jetzt, aber mich raus! Alter, dieses Geräusch. Wo ist mein Fernglas? Wo habe ich das jetzt panisch hingeworfen? Kann doch jetzt nicht weg sein, das Ding. Mach ein Foto. Ah. Das ist so weit weg, kriegen wir das Schaf. Was hat denn der für eine Ultrakamera? Oh mein Gott, das haben die gesehen. Ich kann nicht gehen. What? Oh shit. What? Okay, wie hätte ich das überleben können? Werde ich das denn bitte schön eben gerade überleben können? Okay, das könnte meine Chance sein. Vorsicht jetzt. Hab keine andere Wahl, muss rennen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, renn, 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 renn.
Alter, renn. Ich hätte eben, der hat es gehört, wie ich das Spray hab fallen lassen. Das ist irgendeine verdammte Sekte. Ist das mein Wohnwagen da drüben? Alter, renn! Renn, Bruder, renn! Mach zu! Als das Adrenalin in mir einsetzte, ich drückte auf das Gas und fuhr zur Parkranger-Hütte. Außer Atem funkte ich einen Alarm ins Hauptquartier. Hör zu, Jack, wir sind alle ein bisschen verrückt hier draußen, antwortete Mitch. Am nächsten Morgen haben die Behörden angeblich eine kleine Untersuchung in dem Gebiet durchgeführt. Aber natürlich gab es keine Anzeichen für ein Fehlverhalten. Niemand glaubte mir je meine Geschichte. Bleiben Sie einfach dabei, nach Bränden Ausschau zu halten, sagte Mitch. Wie auch immer, das war das letzte Mal, dass ich in den Wald gegangen bin. Ich habe bis heute noch ein komisches Gefühl im Bauch. Auch wenn viele Jahre vergangen sind, habe ich das Erlebnis noch lebhaft in Erinnerung. Meine Familie denkt, ich habe das alles nur erfunden, dass mir aber nicht ähnlich ist. Was? Meine Familie denkt, ich habe das alles nur erfunden, dass mir aber nicht ähnlich ist, so etwas zu erfinden. Was für komische Sätze. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ob echt oder nicht, nach Einbruch der Dunkelheit können diese Wälder zu einem Ort für illegale Aktivitäten werden. Also wenn irgendwer von euch bald campen will, bitte bleiben Sie vorsichtig. Ende. Wir haben überlebt. Tja, was war das? Was haben wir da gesehen? Irgendeine Sekte. Oh, das war sogar wirklich Jack Spadicey. Also, ich finde, Carson House war immer noch deutlich besser. An sich fand ich es nicht schlecht. Es hatte auch eine ganz coole Atmosphäre. Aber mir fehlt da noch so ein bisschen der Nervenkitzel. Aber es sollen ja auch alles wahre Geschichten sein. Dementsprechend ist es dann nicht so abgedreht, ne? Dass man sich da irgendwas komplett aus den Fingern saugen kann. Eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Außer kommt jetzt noch irgendwas. Wir warten mal kurz. Ja, Jack, fahr besser nach Hause. Nee, das war's. Ende. Ja, eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.